Ich habe bei mir ein paar Meter Husten. Wie viel Meter seid ihr? Vier. Vier, aber ich sehe bloß. Wenn du jetzt irgendeinen Witz über Kleine machst, hau ich direkt eins auf die Klatze. Warum soll ich einen Witz über Kleine? Ich sag nur, über kleine Menschen macht man keine Witze, die können ja auch nichts für. Das ist ja genau noch vier Meter. So, ihr seid vier Meter Hustensaft. Ihr kommt aus Düsseldorf, habe ich gehört. Jawohl. Und unter anderem, erzählt mal, seit wann gibt's euch, was macht ihr? Die Leute kennen euch ja noch nicht hier so. Also uns gibt's jetzt seit 2020. Glaube ich, ne? Ja. Seit 2020 gibt es uns jetzt und haben uns zwei Wochen vor dem Lockdown gegründet. Das war eine gute Zeit, so um auf Bühnen zu gehen, finde ich. Weil ja, da hatte man richtig viel Platz. Ja, war vor allem auch mega gut, um als Band mal so zusammen in einem Proberaum zu stehen. Das ging nämlich gar nicht. Also Probe war gar nichts. Also wir haben uns die ganzen Songs einfach nur hin und her geschickt im Internet. Und dann haben wir irgendwann im Mai vor zwei Jahren das erste Mal im Proberaum gestanden. Und dann unsere Frau, meine Frau, nicht unsere Frau. Ja. sind das alles deine Männer? Genau, all ihre Männer. Ja, ihre Mäste. Und hat uns dann erstmal grundlos in den Boden geprüllt, wo überhaupt nicht vorhersehbar war, was da für eine Stimmchen rauskommt. Weil man muss dazu sagen, sie hat vorher noch nie was mit Musik machen zu tun gehabt. Mhm. Das war das erste Mal. Das Einzige, wo sie gesungen hat, war im Wohnzimmer oder in der Badewanne. Oder unter der Dusche. Na, hab ich mal halt gesagt, so komm, einfach mal probieren, mal gucken, was passiert. Und wie sind denn euer Background musikalisch, um mal so zu fragen? Ach, wir kommen im Grunde ja alle irgendwo so ein bisschen aus dem Punk-Bereich. Ich habe früher eher in Hardcore-Metal-Bands gespielt, Andi eigentlich immer, ja zumindest zuletzt dann in Deutsch-Punk-Bands, Rafa auch eher so aus dem Street-Punk. Street-Punk, Hardcore ein bisschen, aber ich hatte auch circa 12 Jahre Pause mit Musik spielen. Wie alt bist du? Wir sind alle alt. 42. Oh mein Gott, du bist so alt wie ich. Ja, und ich habe die 3 Meter gefunden am Backstage, Bro. Hast du 3 Meter gefunden seit 4 Metern? Und wir spielen genauso zusammen und alles Dezember. Seit Dezember, genau. Und ihr habt ja jetzt eine EP und eine Platte rausgebracht? Alles in der Zeit, jetzt während des Lockdowns. Ja, richtig. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren eine EP rausgebracht. Mhm. Ja, wir haben eine Promo-CD. Wir haben im Prinzip 5 Monate nach Beginn eine EP rausgebracht. Das war eigentlich gar nicht der Plan. Wir wollten eigentlich was aufnehmen, um mal ein bisschen verteilen zu können, damit wir irgendwie uns für Konzerte bewerben können. Und das hat eigentlich saugut geklappt und waren jetzt nicht ganz so unzufrieden mit der EP und haben gesagt, okay, hauen wir die einfach mal raus auf Spotify und haben halt ein paar auch gebrannt. Und weil eben alles so gut funktioniert hat und wir jede Menge Songs in der Pipeline hatten, haben wir letztes Jahr im Februar dann eben gesagt, okay, wir haben jetzt Selbsttest, wir können uns zumindest zu zweit in meinem Proberaum treffen. Ja, und haben dann eben komplett das Album aufgenommen. Und ich muss ja sagen, ich habe ja auf Spotify schon mal reingehört und muss sagen, gefällt mir, was er macht. Danke. Und vor allem, was ihr live gemacht habt eben beim Otto, hier beim Blood Turbo Bandabend, war mega. Ich muss sagen, auch an die Dame, der Geschrei hätte ich jetzt mal... So rede ich auch mit mir zu Hause. Bei so einer zierlichen Person, dieses Rotzige hätte ich nicht erwartet. Ich muss sagen, sehr geil. Jetzt mal, eure Plattform, macht mal Werbung für euch. Wo kann man euch sehen, wo kann man euch kaufen, wo kann man euch hören? Warte. Also hören natürlich überall, bei jedem Streaming-Anbieter. Ihr könnt unser Album auf CD, Tape und Vinyl kaufen natürlich. Am besten natürlich bei Konzerten. Und da haben wir noch so ein bisschen was in der Pipeline. Sekunde. Genau, also wir sind am 17.06. in Oberhausen. In Druckluft. Mit dem fantastischen Katastrophenkommando. Dann machen wir so ein kleines bisschen Pause, weil wir im Sommer noch so ein paar Kleinigkeiten vorhaben, über die wir noch nicht sprechen wollen. Dann geht's weiter am 27.08. in Münster bei unserem Labelfest von Monasteria Records. Dann sind wir am 17.09. in Wesel bei unserem eigenen Open Air. Wir machen dieses Jahr ein mega Open Air im Krachgarten, unter anderem Marathonmann als Headliner. Das ist ihr veranstaltet das? Ja. Habt ihr einen YouTuber vor Ort zu haben? Natürlich, klar, jederzeit. Ich komme vorbei. Gut. Sehr gut. Kriegst du deine Gästeliste. Genau. Dann sind wir schon eine Woche später. Der Ort ist noch geheim. Das ist eigentlich Andis oder unser eigentliches Festival, die Wagners Festspiele. Die machen wir jetzt im dritten Jahr. Aber der Ort ist noch geheim. Ja, genau. Wir sind da noch so ein bisschen in der Planung. Ach so. Genau. Also wir haben jetzt so ein paar Sachen, aber wir dürfen es noch nicht verraten. Das wird dann aber ein etwas kleinerer Rahmen. Also kein fetter Headliner, sondern eher lokale Bands. Wir sind der Headliner. Wir sind Headliner. Also fetter Headliner. Ja, mega fetter Headliner.
genau. Genau, und dann sind wir am 29.10. nochmal in Münster, nämlich beim Turbomate Bierjugendfestival. Die haben uns eingeladen. Mega geil aus der Münsteraner Szene. Ja, und dann wahrscheinlich am 5.11. der Jahresabschluss in Heide im Norden. Wir haben uns eingeladen ins Plan B. Mega geil, also wir fahren dann irgendwie übers Wochenende mal ans Meer. Ist zwar was kalt, inklusive Hotel, inklusive Hotel. Ja. Das ist richtig geil. Richtig, richtig gut. So, genau. Und jetzt nochmal schöne Grüße an die Welt rausbringen. Rock'n'Roll und Ficken. Der nächste Song heißt Auf der Flucht. Wegzusehen, wie so verdammt Menschen hast. Das ist wirklich.